Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Wir sind gerade in der Schnellreise drin und ich wollte einfach mal wieder in einen Klamottenladen. Ich habe ja ordentlich Geld gesammelt und da möchte ich Marcus einfach mal so ein bisschen neu einkleiden. Wie sieht es jetzt hier aus, auf Shop zu greifen? Ah, okay. Das wäre dann das, was man mit echtem Geld bezahlt. Wir haben ja aber eigentlich hier genug. Okay, ja. Würde mal sagen, ordentlich geshoppt, ne? Jetzt sieht er ein bisschen anders aus und irgendwo dort ist noch ein Forschungspunkt. Wo auch immer der sich jetzt hier versteckt. Da oben, okay. Ja, na dann. Würde ich mal sagen, dass wir hier die Steuerung mal ein bisschen... Kommen wir da so hoch? Ah. Sieht ja nicht so aus, ne? Na, Mann. Wir können auch nur vorwärts und rückwärts, oder? Nee, wir können auch so. Okay, das heißt... Wir könnten die Paletten nehmen. Moment. Da gehe ich erstmal hier drauf. Hallo? Hier drauf, den steuern. Jo, du kommst mal zu mir. Hoppala. Nee, andersrum. Ach komm, was wollen denn jetzt die Nachrichten? Provider of smart houses in the Bay Area is facing allegations that it violated homeowner privacy. Leaked documents reveal that Home is selling private user information, primarily to health insurance companies, by accessing their own monitoring system. Spokesperson for the company, Elena Chow, said that the information sold isn't in any way breaching users' privacy, and that all of this information is available on the company's end-user license agreement. Okay, na Moment mal. Ja, er sitzt noch relativ chillig. Keine Sorge. So. Okay, 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 okay. Schön dort bleiben. Kann er jetzt hier hoch? Yeah! Nice! Cool. Und... Da brauchen wir erst den Kleinen. Ein Glück haben wir jetzt hier direkt immer den Kleinen mit dabei. So, der entsperrt das hier schön chillig. Voll niedlich. Okay, sehr gut. Dann können wir den ja zurückrufen. Achso, nee. Der muss da nochmal rein. Ach, Mann. Gut, dass er... Ach, nee, muss er nicht. Ah. Cool, gut. Kerndaten gesammelt. Und jetzt... Oh, wir haben zwei Forschungspunkte. Ja, da brauchst du nicht anfangen, Kollege. Wir schauen jetzt mal nach den... Hauptoperation Spiegelglas. Klingt doch gut, oder? Triff Sierra und die anderen im Hackerspace. Ich denke, da können wir uns hin teleportieren. Da will ich jetzt definitiv nicht hinfahren. Hackerspace, jo. Lasst uns da mal hin teleportieren. Fragen wir sie mal. Shit, shit, shit. Shit, 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 shit. Hey, man, shit, what's... Shit. Hey, what's going on? I was looking at our numbers, how many people downloaded our app, how much processing power we had available, and that's when I saw it. It... What? It... What? A chunk of our followers and bots came from inactive or dead invite accounts. Hey, wait, so someone used a social media site to boost our numbers? Who? And how many fucking accounts, I don't know who, but it came from inside invite. Someone with admin access, I'm sure of that. Okay. As for how many... Sorry, sorry, I didn't check. No, it's all my fault. I didn't check. Josh, no, I didn't check. You know, maybe someone inside Invite is a fan. Yeah, or maybe we're getting set up to get fucked. We need to find out. Marcus, ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich habe jetzt neues Outfit. Ich sehe jetzt richtig cool aus. Josh, it's not your fault, okay? Look, we all saw the numbers. You're the only one who caught it. You did good. You did good. Richtig. Huh? Okay.
Okay. Ja, untersuche die falschen Invite-Konten. Das machen wir doch glatt. Können wir da auch? Okay. Brauche ich noch rausgehen. Sehr gut. Da brauche ich mich nicht teleportieren. Da gehen wir einfach hier raus. Das ist halt immer blöd, dass es so ewig dauert. Klick, 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 klick. Türe auf. Jetzt. Und Markus nach draußen. Ich finde, der sieht jetzt cool aus. Was sagt ihr zu seinem neuen Outfit? Schreibt es mir gerne mal unten rein. Ihr könnt auch gerne Vorschläge bringen. So ist es nicht. So, und jetzt geht's los. Was passiert jetzt mit uns? Okay. Da. Sending you the flagged accounts. Use the CEO's computer, Mary Catskill. She's on vacation, so her office should be empty. Okay. Ich muss ja erstmal hier hoch. Ja. Genau, hier brauche ich den Zugriff. Habe ich hier irgendwo was, wo der Kleine durch kann? Ah, da kann meine Drohne durch. Das ist schon mal wichtig. So. Oh, das war zu weit runter. Ja. Runter? Ja. Jetzt sind wir drin. Okay. Das ist doch schon mal sehr schön hier. Was ist das? Okay, nur ein Server. Wie sieht's hier aus? Sind hier Leute? Scheint gerade nicht so, ne? Ah, cool, ich kann die Tür. Oh. Da ist halt schon jemand. Okay. Nur Markus kann das Ziel beenden. Weil er mich jetzt. Ah, da muss ich was hacken. Hä, wo? Ah, da drin. Ab da rein. Okay, jetzt habe ich den Zugangsschlüssel. Holy shit! Was ist los? Invite's Terms of Service allow us to direct the news and social content of our users' feeds without their knowledge in order to better our business. The first of these emotional contagion tests spanned 3 months. Our client selections were based on political leaning, emotional stability rating, and amount of social contacts. The phase one goal was to see how easily we could shift the emotional state and post content of the least stable users. The results were astounding, a 96% success rate. By bombarding their feeds with negative news, content that questioned their worldviews, and reminders of moments shared with loved ones, divorced or deceased, we were able to generate feeds full of negative posts from our subjects. We had effectively changed their moods. To solidify our results, we were able to reset their emotional states by refilling their feeds with positive news and reminders. Ah ja, okay. Und das interessiert jetzt hier wirklich keinen, wenn ich hier durchgehe? Ist ja cool. Okay, dann entspannen wir das mal. Und schon mal, ja, dann müsste jetzt der Aufzug funktionieren, okay. I unlocked the elevator. Sehr gut. There now. Sehr gut, dann rennen wir einen Ticken schneller. Wir wollen die Mission schnell abschließen. Klick, 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 klick. Wie zu Hause. Und jetzt? Was passiert Heading jetzt? Up. I'm gonna get us some answers. Good luck, Markus. We're with you. Ja, ich bin hier der Bodentrupp. Ich versorge hier alle mit Informationen. I'm in. Trying to figure out who boosted our numbers. Whoa, whoa. What happened? The flag clients just vanished. We lost the bots. What did you do? Nothing. This isn't me. Komisch. Markus, is this a bad time? Ah, der Typ schon wieder. Sort of feels like a bad time. But she drinks it with ice. Oh, gefährlich.
I don't really need to introduce myself, do I? I know who you are. That night at the beach, man, I knew you looked fucking familiar. Now, Venus must have been in retrograde or some bullshit, because I think it was fate that I was in the night that you hacked into our system. I had to meet you, and there you were, pissing on your sneakers. All brains and no aim. What's Bloom's CTO doing in the office of the CEO of Invite? And why'd you boost our numbers? This the part where you offer me a six-figure salary? No, fuck no. No, no, no. You could coat circles around most of my programmers. No, see, I can't pitch CTOS 2.0 as a state-of-the-art security system and then hire someone that's on the no-fly list. Whoa, whoa, whoa. I just came here to have a drink. Uh-huh. But hey, if you want to have a drink and a dance, I'm in. Oh, you thought it was a fucking joke? Huh? Do it. Roll a fucking punch. Okay, hab ich gemacht. You got everybody eating out your fucking hands thinking the system's bulletproof? You can't see the people you're stepping on. Guess what, Marcus? Guess what? The people want to be told who is good and who is bad. They don't care how it works, only that it does. But it doesn't fucking work. A few fucking civilian casualties is the cost you have to pay for the betterment of the world. You're fighting a war no one gives a shit about. Y'all are just swimming upstream right into the grizzly's mouth. So why'd you prop up DedSec's numbers? There's no one in Silicon Valley could throw a proper punch. That, and you're a great investment. You're so aggressive, so indignant. You frightened the rest of Silicon Valley right to my doorstep. You used us to sell CTOS 2.0 to them. It was the ultimate deterrent against hackers like you. And now, everyone needs my protection. So, here it is, Marcus. Your record is back on file. Your backdoor access is plugged. And those bots I gave you, they're gone. What? Oh, and there's a warrant out for your arrest. Hacking, corporate espionage, and breaking and entering. It's okay. I was done with it anyway. Moment, das kann ich doch umschalten. Ich würde das gerne noch mal sehen, wie ich das umschalten kann. Ja, Moment. Ihr braucht hier gar nichts, weil ich bin totaler Social Engineering Pro. Fahndung Verdächtiger gefunden. Gib eine falsche Fahndung für deine Zielperson raus und übertrage ihre Position. Ach so, verdammt. Ich dachte, ich kann das Fuck. I got plays. Fuck. Cops are surrounding the building. Get out of there. Fuck. Marcus, they're surrounding the building. Get pissed later and get out now. I repeat, come out with your hands up. All right, I'm gone. Das will ich immer noch nicht. Yo! Was geht denn bei dem? Okay. Boah, die sind ja echt krass drauf. Komm. Wo komme ich denn hier jetzt am besten raus? Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich weiß. Ah, fuck. Entschuldigung, sag mal nicht. Was haben denn die für krasse Waffen, Mann? Raus mit uns. Alter, als ob.
Müssen wir erstmal in Deckung irgendwie gehen. Ach komm. Komm, schnell in Deckung. Erstmal irgendwie kurz chillen. Komm ich hier drüber? Ja. Okay, krass. Krass. Schnell irgendwie weg. Einfach nur weg. Okay, ich bin aus dem Gebiet raus. Schnapp mir jetzt ein Motorrad. Okay. We're on his tail. Be advised. Warum? A patrol van's been sent to the suspect's location. Aha. Ich brauche. Ja, ich glaube, ich brauche einen Tunnel oder sowas. Oh. Komm. Damn it! Patrol down! Ja. Richtig so. Mist, ich brauche mal irgendwo wieder Strom. Schon irgendwo. Ja, bitte. Das wäre cool. Welcome to Stanford. Ah, University. Cool. Cool. Oh mein Gott. Ich bin weg. Einfach so weg. Covering our sector. We'll find him. Nein. SUV in pursuit of suspect. Okay. Komm. Einfach nur weg. Ah, da kommt das Licht vom Heli. Ach komm! Ah, haben wir nicht irgendeinen Typen, der für uns die Cops abschüttelt oder so? A patrol SUV has been dispatched after the suspect. Ja, braucht man nicht. Komm schon. Squad, we are pursuing the suspect. Ja, mach das mal weiter. Uah, gut, dass ich geflogen bin. Ach, komm. Be advised, a patrol. Marcus, it's getting too hot out there for you. Come back. We'll figure this out together. Meinst du? Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal wieder zurück zu meiner Familie. Oh mein Gott, trifft dich im Hackerspace. Jo, das war natürlich jetzt echt... echt heftig. So, aber das ist doch dort, oder? Trifft dich im Hackerspace? Ist das dort nicht? Ist das das Hackerspace? Hauptoperation? Hackerspace, ja. Ja, Schnellreise, okay. Mächtig, prächtig. Okay, und da sind wir. Einmal schnell runter. Und mal sehen, was wir jetzt machen. Fuck! Fucking! Fuck! It's not that bad. We look like a bunch of chumps. Stop! Fucking! Get it! Wrench, calm the fuck down. It's not helping. Yeah, you're right. It's not helping. Marcus, you got anything to say? Well, guys, I'll be honest with you, I genuinely don't have a plan. But I got an idea, and I don't know, just trust me on this one. Nein, Glück hat eine Idee, ich nehme mich nicht. Okay, Freunde, und ich würde mal sagen, wir machen hier das nächste Mal weiter. Oha! Swelter Skelter Festival. Nein, nicht überspringen. Okay, dann schaue ich mir das jetzt nochmal an. Things haven't been great lately. Yeah, they suck. But whatever shit we're in now, that's now. You helped us find our voice. We took on the Giants and had one motherfucker of a run. Never thanked you for any of it. Hey, why are you talking like it's over? Isn't it? I'm still in. I know you are, and we can convince the others to... You're not in? These are from our DedSec channels. DedSec is not worthy. DedSec is a bunch of skiddies.
You told us lies and bullshit. Hashtag dead suck. Yeah, so we got some shit stirrers. Who cares what they think? Who cares what they... Jesus, Marcus. Have you been paying attention? I care what they think. I've worked my ass off for years, trying to earn us respect long before you ever showed up. This is my brand. Now it's completely fucked. So unfuck it. I don't know if I can. Well, if it makes you feel any better, at least you're not a fugitive. Oh, damn. I wonder if there's a bounty on your head. Maybe I can salvage this. Oh, please, man. You couldn't catch me if you wanted to. Oh, you're talking to a track star, bitch. Just walk. Yeah. Yeah? Don't want to hurt anything. Yeah, me neither. Ja, okay, Freunde, jetzt aber. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal auf dem Festival wieder. Bis dahin, Freunde, macht's gut und tschüss.